Mein Name ist Mike Stöger. Ich bin bei Metolius Climbing verantwortlich für die Sicherheit und Qualität aller sicherheitsrelevanten Produkte. Bei der Entwicklung unserer Karabinerhaken reizen wir die Möglichkeiten im Bereich der maximalen Bruchkraft und des geringstmöglichen Gewichtes aus. Aufgrund unserer Designmethodik, basierend auf 3D Computer Modeling, FIE Analysen und Baumusterprüfungen, können wir extrem leichte Karabiner mit sehr hoher Bruchkraft herstellen. Alle Metolius Karabinerhaken unterliegen nach der Fertigung einer Reihe von Kontrollpunkten. Bei der Kontrollbelastungsprüfung wird die Belastbarkeit der Karabinerhaken anhand der Streckgrenze berechnet und mechanisch geprüft. Während der Bruchlastprüfung in der Zerreißmaschine wird jeweils einer aus 200 Karabinerhaken in der Längsachse, Querachse und mit Schnapper offen geprüft. Jeder einzelne Karabinerhaken wird einer mechanischen Kontrolle und einer visuellen Kontrolle unterzogen, um Defekte in der Inoxialschutzschicht und in der Mechanik auszusortieren. Die mit dem Laser eingravierten Bruchkraftwerte müssen innerhalb der 3-Sigma-Grenze liegen, bevor eine Produktionscharge freigegeben wird.